Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben einmal neue Rewards für die kommende Weekend League. Noch mehr Leaks zum neuen Event, wie weitere Spieler sich upgraden können. Wir gehen auf alles ein. 19 Uhr Content, garantiertes Best of Ultimate. Tots Pack kommt ja auch jetzt gleich raus. Wenn ihr das Video seht, ist es schon raus. Gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Vorweg habe ich 5x 89 plus Tauschvorgang vorbereitet. Die machen wir jetzt kurz weg. Ja. Habe ich mich gerade kurz dazu entschieden, weil ich probiere überall, Freunde, egal in welche Richtung, einmal noch blau zu sehen. Und dass es nicht Savio oder Koulibaly oder Dibinha ist, aber ey, nicht mal die Package. Ich habe gestern Abend nochmal 81 plus Picks Offstream gemacht, also ohne Video, so rum. Ich habe auf 50 Picks gestern ein Video geöffnet, da kommt gar nichts bei rum. Jetzt haben wir immerhin zweimal Walkout, einmal Reiten. Einmal Modric, die sind gut, die nehme ich mit. Pack Nummer 3. Ah, okay. Wieder kein Blau, können wir skippen. Parejo, glaube ich, wieder Walkout, oder? Ja, okay, Luis Alberto, schade. Pack Nummer 4. Wieder nicht Blau. Ich will nur sagen, ein Pack kostet 20.000, das wollte ich nochmal kurz festhalten. Aber ich weiß nicht, wo ich die Blauen mir herzaubern soll. Und dann haben wir Pack Nummer 5 auch noch, Freunde. So, ja, okay, nee. Also ich weiß nicht, woher. Keine Ahnung. Ich probiere es, ihr seht es ja. Aber ich weiß echt nicht mehr, woher ich mir die Blauen hier ziehen soll. Jetzt haben wir noch 7 Duplikate. Das bedeutet, wir gehen erstmal rüber auf Twitter. Und zwar habe ich ja gestern im Video gesagt, es kann sein, dass es ein Only-Icon-Slash-Hero-Event wird, weil wir noch einfach keine normalen Spieler-Leaks haben. Ihr seht ja noch mal ein paar Leaks, die ich selber noch nicht gesehen habe, die eigentlich ganz gut aussehen. Okay, Freunde, wir haben wirklich viel zu besprechen. Und zwar haben wir einmal ein paar Quellcodes, ein paar Packs. Einmal zum Beispiel ein Pack 87 plus Euro Nations Pack. In dem Pack ist ein 87er von den qualifizierten Nationen der EM. Dann haben wir das Path to Glory unten links Garantie-Pack. Und zwar sind da in dem Pack 45 Spieler, alle 85 oder höher. Das ist schon verrückt. 45 Spieler, alle Minimum 85. Und 4 davon sind Minimum 88. Und 3 garantierte Path to Glory Spieler und einer davon 93 plus. Und das wird vercrackt, weil Path to Glory's Live-Karten sind und sich upgraden können. Und hier seht ihr den Upgrade-Pfad, wie die rauskommen und wie die am Ende aussehen. Einmal bekommen die, wenn ihr Team gewinnt, also ein Spiel gewinnt, ein Plus-1-Upgrade. Dann, also zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal Wirtz kommt. Dann braucht Wirtz mit Deutschland einen Sieg. Deutschland gewinnt erstes Spiel gegen Schottland. Dann gibt es das erste Upgrade. Bei 3 Wins, das kann auch 2 Beispiele in der Gruppenphase sein und einem Achtelfinale, bekommt man ein Plus-1-Playstyle-Plus. Somit hätten sie dann 4 Playstyle-Plus. Beim zweiten Upgrade. Dann müssen sie einmal im Viertelfinale gewinnen, dann bekommen sie nochmal ein Plus-1-Upgrade. Halbfinale gewinnen, also Doppel-5, 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot und ein Plus-1-Upgrade. Warum oder? Ich check das auch noch nicht ganz, wie die das da machen. Und wenn man Finale gewinnt, dann Plus-1, dann hätte er auch eine 99 mit Plus-4 Playstyles und 5-5 und ja, krankste Karte im Game, so. Also der Europameister wird, wird die krasseste Karte bekommen, kann man sagen. Und dann bekommen wir halt ein Pack mit 3 garantierten Path to Glory Karten. Icons kommen rein, Heroes kommen rein und wie gesagt, wir bekommen wirklich geile Karten, wie ich finde. Ich habe euch gerade so ein grob paar gezeigt. Hier habt ihr erstmal Copa America Design, also da kommen wirklich viele Designs. Festival of Football Academy, dann Copa America Team of the Tournament kommt auch noch ganz am Ende und der Euro Team of the Tournament, das Team wird auch noch dann am Ende kommen. Das aber halt dann erst nach der EM. Also seht, da kommt sehr viel auf uns zu, so viele Kartendesigns. Hier auch nochmal Team of the Tournament, dann Path to Glory, Euro Make Your Mark Plus, keine Ahnung, weißt du, was das bedeutet. Dann Euro International Stars, da kommen so viele Special-Karten rein, das ist wirklich verrückt. Dann haben wir aber Cup de Villa, der geleakt wurde. Ich hoffe, dass ich sag's mal in die Kommentare, ich finde keinen Linksverteidiger, Freunde. Ich spiele mal Roberto Carlos, der mir dann aber auf jeden Fall zu klein ist. Dann spiele ich mal eine Batsche habe ich schon ausprobiert, hat mir nicht gefallen. Dann habe ich schon eine Ona Battle gespielt. Grimaldo hat mir auch nicht gefallen. Cancelo geht klar, den finde ich somit am besten sogar. Havertz finde ich ist kein Linksverteidiger, die Karte hier, den spiele ich dann doch eher im Mittelfeld. Rolfö ist auch nicht schlecht, aber ja, ich weiß nicht. Deswegen Cup de Villa wäre eine Möglichkeit, vor allem, dass ich dann endlich einen neuen Linksverteidiger habe. Wenn er vor allem so rauskommt, ey, da bin ich direkt dabei. Dann aber, wie gesagt, Michael Ballack, der kommt. Design und alles, es sieht so gut aus. Wirklich so geistkrank schön das Design. Ja, das kurz dazu. Dann bekommen wir Hernandez rein. Könnte auch sehr krass werden, auch wenn es eher Icons sind, die man nicht so spielt. Durch die Upgrades, glaube ich, wird keine Karte jetzt irgendwie komplett schlecht sein. Dann bekommen wir nochmal Vidic. Hier hatten wir ja die
Innenverteidigerkarte von Bilic, die 96er, ne, die 94er war das. Und der war schon so geisteskrank gut. Und jetzt bekommen wir nochmal eine bessere Bilic-Karte. Hadji kommt auch noch rein, der wurde auch geleakt. Ja, also da kommt wirklich viel auf uns zu, Freunde. Ich freue mich auf das ganze Event. Morgen kommt, glaube ich, der EM-Modus raus mit neuen Face-Scans, die rauskommen sollen. Ein paar neue Nationen werden hinzugefügt. Also da können wir uns auch morgen, ja, auf was freuen, sage ich mal. Aber das kurz zum neuen Event. 19 Uhr, Freunde, und Twitter brennt. Warum, ist die Frage. Nicht, weil Conte neuer Napoli-Trainer ist, sondern weil es kein garantiertes Ultimate-Tots-Pack kam. Aber wir können mit dem, also es wurde jetzt auch geleakt, wenn wir den Europameisterschaftsmodus spielen, können wir Ultimate-Team-Rewards freischalten. Was es dann für Packs sind, wie gut diese Packs werden. Abwarten, ab, das ist auf jeden Fall schon mal ein W. Ich will aber noch nicht zu viel haten, weil es ist ein Quellcode, das garantierte Ultimate Tots Pack. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass es morgen kommt, Freunde. Wenn es morgen nicht kommt, ich bin Nummer 1 Hater, ihr kennt mich. Aber bis dahin haben wir einfach nochmal Geduld bis morgen und hoffen, dass es dann morgen kommt. Ansonsten würde ich sagen, wie immer, wir nehmen die ganzen 85 Plus Picks mit und die 10x83 Plus Pack. Okay, wir machen die aber immer einzeln auf, Freunde. Machen wir wieder wie gestern Pick, den ziehen wir und wenn blau wird, Stat Reveal. Come on, ey. Gestern habt ihr keinen blauen gegönnt, als ich das gemacht habe. Vielleicht heute. Blau, 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 blau. Schade. Ein Mod von mir hat hier einfach Van Dijk gezogen. So viel Packluck muss man auch erstmal haben. Ich ziehe 3,85er fast. Parejo rettet nochmal. Okay. Pick Nummer 2, Freunde. Komm schon, ey. Jetzt müsst ihr mal gönnen. Bitte einmal blau. Einmal blau. Hallo. Hallo. Krank. Ich schwöre, krank. Wir machen das nicht mehr. Wir öffnen die jetzt einfach normal. Okay, öffnen wir das Pack einfach normal, Freunde. Wenn es 5-mal nicht funktioniert hat, dann beim 6. Mal wird auch kein Team of the Season. Jetzt kommt einer. Einmal diesen... Ach, egal. Scheiß drauf. Yay, guck zu. Wir haben aber auch neue Objective Packs bekommen. Und jetzt, glaube ich, fange ich auch langsam an, für das neue Event einfach zu sparen. Und zwar Festival of Football Champions Bonus. Spiele 10 für Champions per Team, gibt es ein 2x83 Plus Pack, bei 25 Spiele gibt es ein 2x84, bei 50 Spielen 5x83, bei 75 Spielen gibt es ein 81x11, bei 5 Siegen 81x11, bei 10 Siegen 3x84, dann bei 15 Siegen ein 2x85, bei 20 Siegen 4x84, 83x10, 3x85, irgendein Item, 3x85, ultimatives Pack, 3x86, 4x87 und ein Item. Und am Ende gibt es nochmal ein 10x85 Plus Pack. Einfach während ihr die Weekend League spielt, habt ihr da nochmal die Möglichkeit, ein paar Packs freizuschalten, was eigentlich ganz cool ist. Aber okay, gehen wir rein. Pack Nummer 1 und kein blauer. 10x83 for the win. Okay, zweites 10x83 Plus Pack. Ich weiß nicht, Freunde. Ich bin wirklich so verzweifelt, ne? Da kommt nie was bei rum. Wie kann man denn so schlechte Upgrades droppen? Kommen wir aber nochmal zu den neuen Rewards. Die habe ich euch noch nicht vorgestellt. Und zwar bekommen wir neue Rewards angepasst zum Euro-Event / Copa America-Event. Hier, fangen wir an. Wir fangen an, würde ich sagen, das sind 16 Siege, 14, bei 11 Siegen. Ich glaube, hier können wir anfangen. Und zwar gibt es erstmal normale Picks, 2 Stück. Eins von 3 84 Plus Picks. Und dann EA Sports. Ey, GGs, guck mal, ich kann haten, aber ich kann auch aufstehen und applaudieren für euch. Sie halten, oder wir werden die weiterhin die ultimativen Tots Player Picks behalten. Und ey, ich hoffe, ich ziehe jetzt kein Duplikat Leao oder Musiala oder so nächstes Wochenende. Aber ihr seht es, 1 von 3 94 Plus Champions Ultimate Tots. Also das sollte das Best of Tots dann, glaube ich, mal sein. Wenn nicht, verbessert mich trotzdem. 94 Plus ist sehr stark. 1 von 3 und bei 11 Siegen gibt es dann auch 2 Stück. Damit gibt es ein 3x85, 50k Pack, ultimatives Pack. Dann bei 14 Siegen gibt es 3 von 84 Plus Picks, auch cool. Dann bekommt, also hier hat man halt da nochmal die Chance auf die aktuellen Eventspieler, halt Euro- oder Copa America-Spieler. Und dann hat man hier nochmal 2 Tots-Karten vom Best of. Und dann bekommt man nochmal bei 14 Siegen 4x85 Plus Pack, 100k Pack, ultimatives Pack und ein 3er Best of Pack, aber untradable. Und jetzt, Freunde, 16 Siege lohnt sich endlich mal. Also 14 und 16 ist ja nie ein großer Unterschied, bis auf das 3er Pack ist untradable bei 14 und bei 16 Siegen ist es tradable. Ist schon ein enormer Unterschied, vor allem zum Tots, da kann man viele Coins rausholen, aber mehr war da nicht. Jetzt haben wir,
Das bleibt erstmal. Aber wir bekommen noch bei 16 Siegen tradable ein 5x83 plus Top-Euro-Länder-Pack, wo die, ich glaube mal, dass hier sind halt nur die Nationen drin, die halt dann qualifiziert sind. Also die bei der EM dabei sind und ein 5x83 davon. Also hier kann man dann nochmal die Chance doppelt haben auf eine Eventkarte tradable. Dann nochmal 5x83 Copa America. Dann gibt es noch 3x85 allgemein. 100k Pack, ultimatives Pack und 3er Tots dafür, aber untradable. Also das ist schon eine Änderung. Ich finde es schade, dass man das halt tradable bringt. Aber dafür dann das untrade macht bei 16 Siegen. Ich weiß nicht, ist es überhaupt gar nicht tradable dann? Bei 18 Siegen ist es auch Untrade. Bei 18 Siegen auch Untrade. Okay, dann bleibt jetzt das Tots-Pack Untrade. Vielleicht schützen die somit die Tots-Karten, die Best-of-Tots-Karten. Vielleicht auch schlauer, muss man sagen. Richtig, die bleiben komplett Untrade. Dass die halt dann nicht irgendwie jede Woche tradable zu ziehen sind, die Best-of-Karten. Dann werden die gar nichts mehr kosten. Somit werden die Best-of-Karten dann nicht mehr tradable auf den Markt geschüttet, sondern nur Untrade dann im Dreier-Pack, wie gesagt, oder in den Picks. Und somit, wie gesagt, schont die EA dann ein wenig, dass die Best-of-Karten jede Woche tradable zu ziehen sind, weil dann droppen sie halt komplett ein. Ja, aber egal. Ey, nicht meckern, Freunde. Immerhin können wir die Best-of-Karten noch weiterhin ziehen. Zumindest mit den, also mit der Weekend League verbunden. Da sind ja, wie ihr hier sehen könnt, immer noch geile Karten. Und früher oder später packt man vielleicht so ein Mbappé oder CR7. Okay, und dann nochmal zum Abschluss, Freunde, vom Video. Das letzte 10x83. Dann habe ich wieder alles mitgenommen. Bitte. Mein Gott, EA Sports, so am Geizen, das ist unglaublich. Aber okay, ich bin erstmal raus, Freunde. Immerhin 3 Warcodes in dem Pack. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder, gucken uns den neuen EM-Modus an. Ansonsten bin ich erstmal raus. Und morgen auch neue Season, stimmt. Morgen gibt es noch neue Season, gucken wir uns dann auch an. Ich bin aber erstmal raus, haut da rein, bis morgen und Peace. I can't think. Used to be broke, made it work. Living at work, over the sake. I was too scared to wipe my